Etwas weiter möchte ich darüber sprechen mit unserem Weltchefkommentator Jörg Schuster bei mir. Denn rote Linien haben wir wirklich schon einige gesehen, seitdem der Krieg vor fast einem Jahr begonnen hat. Und immer wieder hieß es aus Deutschland erst nein, bei Schützenpanzern, jetzt bei Kampfpanzern. Wie rot, denkst du, ist diese Linie wirklich für Deutschland? Naja, ich glaube grundsätzlich in einem Krieg, der ja sich permanent verändert, den Charakterwandel vor sich nimmt, gibt es keine roten Linien im Sinne von, oder kaum rote Linien im Sinne von, die gelten ewig. Wir müssen halt die Entwicklung abwarten. Aber jetzt würde ich sagen, im Moment, noch vorweg muss man vielleicht sagen, die roten Linien, wenn sie überhaupt gezeichnet werden, die zeichnet der stärkste Mann dieses Bündnisses, nämlich der US-Präsident. Und die Deutschen werden dann gegebenenfalls reagieren. Im Moment, glaube ich, ist es nicht opportun, Kampfjets zu liefern, weil wir in eine Eskalation reinkommen, die im Moment, glaube ich, nicht gut ist. Und im Übrigen muss auch die Bundesregierung darauf achten, die eigene Bevölkerung mitzunehmen. Jetzt sind gerade die Deutschen langsam für die Kampfpanzer. Wir können jetzt nicht hoppla hopp immer alles machen. Nur aus ukrainischem Interesse, klar, das ist verständlich. Aber der deutsche Kanzler ist Kanzler der Bundesrepublik. Aber jetzt hast du ihn schon angesprochen, Joe Biden. Denn in den USA wird schon laut darüber nachgedacht. Und wir haben es ja bei den Kampfpanzern gesehen, wie nah Deutschland da an den USA dran war. Man möchte keine Alleingänge gehen, hat Olaf Scholz immer wieder betont. Kann er also den Alleingang machen, Nein zu sagen? Oder wenn die USA sich entscheiden, wenn Frankreich sich wirklich entscheidet, muss man als Verbündeter da mitziehen? Na, ich wäre da noch vorsichtig. Joe Biden ist ja sehr, sehr zurückhaltend bei den Waffenlieferungen in dem Sinne gewesen, dass er versucht hat, nur Waffen zu liefern, die russisches Gebiet nicht erreichen. Er war gegen U-Boote, er war gegen Kampfschiffe, er ist im Moment gegen Kampfjets. Ich würde da doch eher auf das Weiße Haus hören und weniger auf Berater, die jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Dann muss man am Ende sehen, wie der Krieg insgesamt eskaliert. Und wenn die NATO als solche sich dazu durchringt, Kampfflugzeuge zu liefern, wird sich sicherlich Deutschland nicht verweigern. Aber Amerika muss immer mit dem Boot sein, da hat der Kanzler völlig recht. Die Bundesregierung hatte diese Woche auch viel Mühe zu erklären, dass Deutschland, dass Europa und die NATO sich nicht als Kriegspartei sehen. Annalena Baerbock hatte eine Aussage gemacht in Straßburg beim Europarat und dort auf Englisch sozusagen gesagt, wir sind im Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Das ja doch sehr viel Anklang oder nicht Anklang, Kritik auch gefunden hat. Wie ist diese Aussage einzuschätzen? War das einfach eine schlechte Übersetzung, nicht drüber nachgedacht? Ich hoffe, dass es so war. Es ist aber doch eine große Peinlichkeit, denn eine Außenministerin oder überhaupt Außenminister sind keine Moraltrompeter. Sie müssen nüchtern analysieren und nüchtern bleiben. Großer französischer Außenminister Talleyrand hat mal im 19. Jahrhundert gesagt, Diplomaten regen sich nicht auf, sie machen sich Notizen. Gut, Notizen muss sie sich nicht unbedingt machen, aber sie muss im Grunde ihre Worte wägen. Sie ist jetzt keine Moraltrompeterin, die permanent irgendwas raussteuert. Sie muss ja auf die Wirkung achten. Deutschland ist nicht im Krieg und sie hat diese Rhetorik zu unterlassen. Also ein Fehler, aber keiner, der gefährlich werden könnte? Oder denkst du, es kommt in Russland so klar an, dass man einem jetzt plötzlich so beim Wort nimmt? Naja, im Grunde ist sie ja als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, weil das Kanzleramt hat ja ganz klar gesagt, so ist es nicht. Und die Außenministerin musste auf Weisung des Kanzleramtes im Grunde zurückstecken. Sie hat ja auch schon diesen Satz korrigiert. Von daher ist das jetzt auch in Ordnung, aber sie muss einfach ihre Worte wägen. Und vielleicht ist sie auch des Englischen gar nicht so mächtig, wie sie selber denkt. Dann sollte sie lieber Übersetzerinnen suchen. Jörg Schuster, vielen herzlichen Dank.